Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich sitze jetzt hier auf einem Garagendach im Geigersberg und ich weiß auch nicht, warum mir die Tiere das immer antun. Ich muss irgendwie immer klettern, wenn ich Bienenschwärme habe. Ich zeige euch das mal. Da sitzt er. Das ist übrigens ein Nachschwarm. Also sprich, das Muttervolk, da habe ich in dem Fall wirklich zwei Königinzellen drin gelassen, weil mir persönlich auch die natürliche Selektion bei Honigbienen sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja so, wie es die Natur macht. Ein Bienenvolk macht nicht umsonst so viele Königinzellen. Die machen das, damit wir eine höhere Selektionsrate haben. Das bedeutet, wenn die jungen Königinnen in dem Muttervolk schlüpfen, dann selektieren die Bienen schon mal ihre eigenen Königinnen aus, indem sie sagen, hey, du, A, B, C, ihr seid nicht gut, wir stechen euch ab, wir schmeißen euch raus. Die restlichen guten Königinnen, die kämpfen miteinander sich selbst und die Stärkere gewinnt. Also auch hier haben wir den natürlichen Selektionsprozess. Und wenn das Bienenvolk und aber auch die Königin der Meinung sind, hey, wir sind beide irgendwie gleich hochwertig, dann gibt es diesen Nachschwarmeffekt. Und Nachschwärme können wir Imker daran erkennen, dass die wesentlich kleiner sind wie die Singerschwärme. Ein Singerschwarm ist immer der erste Bienenschwarm, der rausgeht mit der Mutterkönigin. Und wenn halt Nachschwärme rausgehen, dann sehen die halt wirklich so aus. Wesentlich kleiner, passen auch knapp in so eine kleine Apidea-Begattungskiste, allerdings das ist zu klein, also da brauchen die noch einen Aufsatz. Und weil das jetzt ein Kundenbienenvolk ist, möchte ich jetzt die Hälfte der Bienenmasse dem Muttervolk wieder zurückführen und die andere Hälfte, die darf dann hier in diese kleine Kiste einziehen. Und ich lasse die dann hier stehen, dass dann die Bienen hier vom Ast hier die Kiste finden. Die Königin, die wird gleich gekäfigt, die kommt hier in den Käfig rein. Und den Rest der Bienen, den kippe ich wieder vors Muttervolk, dass sie da wieder zurückkrabbeln können. Dass meine Kundin da auch wieder Bienen mehr drin hat. Weil, ja, wenn schon mal ein Hauptschwarm rausgegangen ist und nochmal ein Nebenschwarm, das kann im Jahresverlauf trotzdem gleichbleibend sein mit der Honigmenge. Aber wenn es jetzt gerade in der Sekunde eine Trachtzeit ist und das passiert in einem Bienenvolk, dann gehen die logischerweise schon tatsächlich mit der Honigsammelleistung runter. Und das kann man eigentlich wieder rückbilden, indem man jetzt sagt, hey, wir nehmen wieder einen Teil der Bienen und lassen die zurück ins Muttervolk laufen. Bei meinen eigenen Völkern würde ich das nicht tun, aber bei Kunden, die wollen ja Honig, deswegen machen wir das so. Dummerweise habe ich jetzt meine GoPro-Kamera nicht dabei, das heißt, das, was ich jetzt hier mache, kann ich euch nicht wirklich zeigen mit der Kamera. Aber ich mache vielleicht jetzt nochmal danach ein kleines Video, also nach dem, und lade es dann auch hoch, dass ihr dann das Ergebnis seht. Wie jetzt der Prozedere, also wie der Vorgang jetzt ist. Ich mache die Bienen jetzt mit der Wasserspritze nass. Ihr seht, der Schwarm ist hier etwas eingeklemmt in anderen Holzstrukturen und da muss ich tatsächlich jetzt ein bisschen den Baum abschneiden, damit sozusagen hier die Traube frei liegt. Dann sprühe ich die ein. Hier oben kann ich den Ast gut nehmen, dann wird es zwei, dreimal kräftig runtergeschüttelt und mit der anderen Hand halte ich hier meine Kunstschwarmkiste drunter. Dann fällt die ganze Bienenmasse hier in den Kunstschwarm rein. In die Kiste. Dann ist mein Job, die junge, unbegattete Königin zu finden. Die hat keinen Punkt. Trotzdem einfach, man guckt halt auf die langen Beine und nicht auf die Königin. Die Königin hat ja lange Beine und die sind wirklich sehr sichtbar in der ganzen Bienenmasse. Das ist so mein Trick, wie ich relativ fix und schnell eine Königin finde. Wenn ich die Königin habe, ab in den Käfig, dann schütte ich ein paar Bienen vor das Apidea-Kistchen. Die Königin hänge ich hier rein, stelle die Apidea-Kiste hier hin. Und den Rest der Bienen, der hier in der Kiste ist, den kippe ich wieder vorne an das Muttervolk hin. Jo, ich würde sagen, let's go! Zweite Videohälfte. Der Schwarm ist in der Kunstschwarmkiste. Ich suche die junge, unbegattete Königin. Hierzu kann man hin und wieder Wasser reinsprühen auf den Minischwarm, damit die Tiere nicht sofort nutzen. Wenn die Königin jetzt wegfliegt, dann nicht so gut. Dann kann ich gerade von vorne wieder anfangen. Die ist hier definitiv dabei. Die Frage ist jetzt nur wo. Mit Geduld. Die Königin kommt irgendwann an die Oberfläche, dann kann ich sie greifen. Wenn das Volumen von so einer Kunstschwarmkiste größer wäre, dann ist es wesentlich einfacher, eine Königin zu finden. Also ich habe sie hier jetzt noch nicht drin gesehen, dann stoße ich jetzt nochmal alles auf. Und dann guckt man nochmal nach vorne. Also ihr habt immer eine gute Chance, eine Königin zu finden, wenn ihr die Bienen aufstoßt, kurz mit Wasser besprüht und dann halt darauf achtet, was kommt an die Oberfläche.
Unter Umständen ist die auch wieder am Ast. Da sammeln sich nämlich gerade die Bienen wieder. Seht ihr? Kann sein, dass die Königin hier noch drin ist. Sehr wahrscheinlich, weil sonst hätte ich die eigentlich schon gefunden hier drin. Ja, also das sieht für mich beinahe aus, dass die noch am Ast klebt, die Königin. Ich lege mal das Handy kurz weg und gebe euch gleich wieder die volle Sicht. Ich hole jetzt noch den restlichen Schwarm hier in die Box. Und dann suchen wir zusammen weiter. Sekunde. Diese Runde. Schwarm habe ich da wieder reingehauen. Wo ist die Königin? Ich hab sie. Das war unsere Königin hier. Ich lege mal das Handy kurz zur Seite. Also jetzt habe ich die Königin hier im Käfig und somit habe ich auch den Bienenschwarm erfolgreich gesammelt. Jetzt tun wir die hier in die kleine Apidea-Kiste hängen. So, rein mit dir. Upsala, du sollst nicht eingeklemmt sein. So, schön. Ja, bist du immer noch eingeklemmt? Nee. Okay, Deckel zu. Wie gesagt, die Kiste reicht hier lang nicht aus. Das ist viel zu klein hier. Da kommt nachher noch ein Aufsatz drauf. Und weil so eine Begattungskiste, also das sollte auf gar keinen Fall jetzt in der Sonne hier rumfahren. Da, ich hoffe, der Nachbar verzeiht mir, dass ich hier einfach jetzt ein bisschen von seinem Grünkraut abschneiden werde. Um die Kiste hier zu schützen vor einer zu harten Sonneneinstrahlung. Okay, das braucht ihr jetzt nicht mehr angucken. Jetzt schütten wir gerade noch einen Teil der Bienen hier aus. Das sind eigentlich die, wo ich jetzt in meiner Kiste hier haben möchte. So, dafür brauche ich zwei Hände, Sekunde. So, ihr seht, die Tiere laufen jetzt hier in ihre Apidea-Kiste zur Königin dazu. Hier kommt noch ein bisschen mehr Grünkraut rüber. Und den Rest des Schwarms, den setze ich jetzt da hinten wieder ins Muttervolk rein. Das geht ganz einfach, wir brauchen die lediglich vor das Flugloch kippen und die laufen davon ganz allein dann zurück. So fängt man einen kleinen Nachschwarm. Und die Bienen hier, die werden ganz automatisch zu ihrer Königin hier zurückfliegen, weil die Tiere hier drin, die geben jetzt das Signal wie, hey, hier geht's rein. Und diesen Strom, wie sie reinkrabbeln, das kann man halt hier jetzt echt gut sehen. So geht's. Mal kurz die Rückblende. Das war das Muttervolk und da habe ich jetzt gerade die restlichen Bienen davor gekippt und ihr seht, die laufen jetzt gerade wieder zurück. Da drin ist ja auch nochmal eine Pheromonquelle mit einer anderen jungen neuen Königin und bevor das Bienenvolk viel zu viel Bienenmasse verliert, habe ich die jetzt einfach künstlich wieder dazugegeben, damit die Kunden zufrieden sind. Tschüss!